Ja, hallo, hier ist der Frank von fotologbuch.de, wieder mit einem kleinen Quick-Tipp zu Adobe Lightroom. Ich hatte in dem vorigen Video ja schon mal was gesagt, wie man Bilder im Lightroom selektieren kann, markieren kann, um sie dann später so mal als abgelehnte zu löschen. Nun ist es ja wirklich ziemlich nervig, wenn man hier über diesen Bereich halt geht, markiert, mit dieser Markierung hier hin und her zu kommen. Weil, wie gesagt, man sieht eigentlich nicht auf den ersten Blick, was eigentlich dort ausgewählt wurde, gerade wenn man viele Fotos hat und man doch nicht zu viel löschen möchte. Jetzt hat man ja die Möglichkeit hier natürlich zu sagen, ich möchte hier sagen, zum Beispiel nur abgelehnte oder nur unmarkierte, ist mir aber auch alles viel zu umständlich. Das heißt, ich hole mir mal hier wieder die abgelehnten Fotos raus. Und wenn ich das einmal eingestellt habe, gehe ich einfach hier rauf und das finde ich genial und sage, diese aktuelle Einstellung möchte ich als neue Vorgabe speichern. Dann nenne ich das Ding jetzt nur noch abgelehnt. So, und jetzt habe ich die nämlich sofort hier immer auch auf Mausklick da. Das erleichtert die Arbeit doch nochmal ungemein, wenn man wirklich sagt, ich habe eine Eindeutigkeit und ich weiß genau, was da drin ist. Okay, das war es auch schon wieder mit diesem kurzen Quick-Tipp. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Frank von fotologbuch.de.